Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Sims 4 Rags to Riches Mega Challenge. Und wir bitten Axel einfach mal herein. Ach so, ja, da war ja was. Warum denn auch nicht? Und jo. Dann kannst du schlafen gehen. Falscher Sim. Und dann müssen wir kurz eine Kleinigkeit ändern. Ich weiß, ich habe die Bestreben schon ewig nicht mehr durchgeguckt, aber jo. Tschufu, kann ich mit dir ein bisschen Unfug machen? Level 3. Seht ihr? Erforschen bringt viel. Ich hätte wahrscheinlich die Bücher gar nicht besorgen müssen. Sehr schön. Ich meine, verkaufen können wir es sowieso nicht, aber cool ist es trotzdem. Wir können es. Zurück nach Hause, du bist doch zu Hause. Unfug. Handschocker. Oh, warum werden wir zu. Sehr komisch. Spielen. Kurzer Spaziergang. Streicheln. So. Schon Level 2. Wow. Warum müsst ihr eigentlich im Zimmer vom Ito spielen? Das war wahrscheinlich eine sehr schlechte Idee. Ich habe mich übrigens, eigentlich wollte ich ja was anderes machen, das wisst ihr zwar nicht, aber ich habe mich nochmal anders da entschieden, weil verstehe ich jetzt nur bedingt. Weil ich eine kleine Planänderung hatte. Ach komm. Ciao, Axel. Stinktier. Ups, Ito hat Hunger. Ja, aber normal kriegt er in der Schule was. Emma hat Hunger, aber Emma kann zum Futter hin. Sehr schön. Was hast du hier? Auf Tier warten. Verwenden. Das haben wir jetzt gekriegt. Post wurde zugestellt. Post bekommen. Ein Test steht an. Oh Gott, Krankenvorsorge. Ito ist sehr nervös und sein Kopf ist total leer. Abschreiben vom Nachbarn würde auch nichts helfen, da der selber schlechte Noten hat. Was soll er tun? Eine Krankheit vortäuschen und einfach tief durchatmen. Atme tief durch. Du schaffst das. Es wirkt. Als Einser-Kandidat muss man jeden. Ah, nicht nur als Einserkandidat.
Dann lass mal sie weiter schlafen. Bist du fleißig? Ich dachte mir jetzt schon. So, und ganz, ganz wichtig. Unsere Emerald. Kündigt jetzt ihren Job. Ich muss nur schnell gucken, ob sie... Weil da hatte sie ja bloß noch... Genau, Level 10 der Comedy-Fähigkeit. Genau, sie kündigt jetzt ihren Job, weil sie sagt, ich kann das nicht mehr machen. Wir geben ihr jetzt einen Tag Zeit. Problem ist, Sims bewegt sich so schnell. Brand, ich wusste gar nicht, dass du da bist. Sims bewegt sich relativ schnell. Ach, Ito, du bist wieder da. Dann ist erstmal was. Kometenhaft. Ja. Vorsichtig arbeiten und dann machen wir noch die Hausaufgaben. Hausaufgaben mit links erledigen. Dakota, wo bist du? Yes! Level 7. Wow! Verspülen im Müll belehren. Achso, stopp. Oi, 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 oi. Wie kann sie zu spät kommen, wenn sie kündigt? Sie hat noch nicht gekündigt. Bürsten. Ich weiß nicht, hilft das was, dass es sauber wird? Reden. Ich finde das lustig, dass sie immer im Raum sind, wo der andere gerade schläft. Okay. Ito? Oh. Aber, ganz andere Sache. Ito sieht irgendwie krank aus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Geht das weg oder brauche ich dafür Medizin? Ist das bei Geschenk kaufen drin? Ich brauche Medizin! Hier. Ja. Arbeitgeber haben nicht gekündigt. Einen neuen Weg einzuschlagen, die Karriereleiter hinauf. Genau, der Tag ist jetzt erstmal, der Dings ist jetzt erstmal abgeschlossen. Gott. Ah, ganz ehrlich, ich bin jetzt gerade so. Ich bin gerade ein bisschen down, wenn ich ehrlich bin, weil ich den Job jetzt gerade verlassen habe. Das war jetzt irgendwie so. Wo ist denn Emma? 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 Kann ich mit dir spielen? Spielen, hier. Okay, er war nur erkältet. Er war nur erkältet. Lass mal ihn schlafen.
Geschichte erzählen. Du könntest dann duschen gehen. Sehr schön. Und dann könnten wir Dakota immer noch baden, glaube ich. Ich glaube, ich hätte es eigentlich andersrum machen müssen. Ito, was machst du? Schlafen. Wo ist dieser Clubbrand? Wartet, ich muss gucken, ob das das ist, was ich will. Ich würde jetzt so lachen. Wo war das, wo ich hin wollte? Ja, genau da will ich hin. Okay, passt auf. Wie gesagt, in Sims ist ja das Ganze so ein bisschen, läuft alles so ein bisschen schneller, oder kann man jetzt nicht sagen. Aber die Zeit vergeht anders, da wie bei uns. Und darum dachte ich mir, wenn ich jetzt einen Tag Pause mache, es war tatsächlich, finde ich das gerade sehr, sehr cool, aber dachte ich mir im Normalfall, oder mir geht es zumindest so, irgendwann kommt so ein gewisser Zeitpunkt, wo ich mir dann denke, ich will raus aus dem Haus. Ich will jetzt nicht das machen, was ich jetzt mit ihr gleich mache, weil das bin einfach nicht ich, aber ich nehme dann zum Beispiel eine Freundin und frag, hey, lass uns tanzen gehen. Einfach nur tanzen, rausgehen und ich denke, das mache ich jetzt auch. So, beziehungsweise sowas Ähnliches machen wir jetzt auch. Brand, tanzt du mit mir eine Runde? Oder machst du mit mir einen Tanzwettbewerb? So, und dann gucken wir mal, wer alles kommt. Ich würde mir jetzt einen bestimmten Sim wünschen, weil den habe ich mir schon von Anfang an rausgesucht. Juhu! Welches Tanzlevel sind wir eigentlich? Sollte ich. Denkt ihr, es hilft uns, wenn ich bei Fähigkeit reingucke? Wir haben mit DJ Mixen, haben wir ja schon. Was haben wir? Tanzen? Tanzen. Okay. Ich muss mal kurz was klarstellen. Kann ich den Dirk Traumtänzer Star DJ? Ui, kann ich ein bisschen DJ spielen? Kann ich nicht? Och Mann, schade. Aber ich will mal kurz. Ich will hier wieder. Kann ich dir einen Trink drüber schütten? Oder ist das bei Schelm drinnen? Unfug. Ich glaube nicht, dass das da drinnen ist. Hallo.
freundlich vorstellen. Kann ich dir bitte irgendwas drüber schütten? Sorry, es ist echt gemein, wenn ich das mache. Freundlich vorstellen. Ich kann leider keinen DJ machen. Wen haben wir hier? Dirk. Clara. Penny! Sag mal kurz deine. Okay. Okay, wenn ich dir jetzt zuschaue, dann lerne ich doch Dings. Ich will gemein sein. Freundlich vorstellen, eigentlich wollte ich ihm. Warum muss der jetzt auch da sein? Ganz ehrlich. Egal, Oh, jetzt sind wir gemein. Können wir hier über Interessen sprechen? Ich habe übrigens gerade unsere nächsten Sim gefunden. Sehr schön. Kennenlernen. Nach Karriere fragen. So, das Ziel hier ist. Also das Ziel. Ihr müsst euch jetzt vorstellen. Sprunghaft. Perfekt. Und zwar. Ich dachte, er ist Fitnesstrainer. Ey, Charisma Nummer 5. Sehr schön. Könntest du nicht weglaufen? Du sollst bitte mit ihm hier quatschen. Dass die immer so widerspenstig sein müssen. Hier hingehen. Okay. Boah. Bist du der, wo gerade rumbackt? Ah, jetzt können wir wieder mit ihm interagieren. Also keine Ahnung, was jetzt gerade. Yes, Romantik. Wie süß. Komm. Ich hab bloß ein Ziel.
Ziel fast erreicht. Warum bist du echt da drin? So. Wie gesagt, ich persönlich finde das jetzt nicht die beste Methode, um das zu... um das zu verarbeiten, aber das ist Emerald. Und Emerald... verarbeitet das halt so. Es ist so böse. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Es ist Silvester. Bitteschön. Ganz ehrlich, ich warte schon seit 10 Folgen, dass ich endlich ein weitere Babys bekomme mit Emerald. Ah. Nee, das machen wir nämlich sicher nicht. Wir kennen das Spielchen ja schon. Oh! Die Frage ist, machen wir diesen Mal einen Test oder machen wir keinen? Ich bin gerade verwirrt, welchen Tag hatten wir, als wir angefangen haben. So, da bin ich wieder. Ich war gerade verwirrt, weil ich gerade bei der Aufnahme bei 23 Minuten, bei 22 Minuten war, bis ich jetzt geguckt habe, waren es 23 Minuten. Aber... lahme Veranstaltung. Und ich war gerade verwirrt. Wow, kann ich mit dir jetzt... Oh, machen wir gleich nochmal. Ich weiß nicht. Aufgehängt. Oh Gott. Wir müssen nach Hause. Wir können Ito nicht ewig alleine lassen. Ich habe so das Gefühl, sie denkt an Babys. Blödsinn. Ich kann nichts mehr mit ihm interagieren. Doch, kann ich schon. Okay. Kann ich Schnee werfen? Er bewegt sich, alles gut. Das war gemein. Aber er lacht. Okay, wir gehen jetzt nach Hause zu Ito. Ja, erstaunlicherweise. Und ich muss gleich noch was zahlen, richtig? Ich habe nichts gezahlt für den Weltenwechsel und für den Eintritt. Das macht 20. So. Können wir vielleicht Silvester? Ah, okay.
können auch die drauf lassen. So, interagier mal ein bisschen mit deinem Sohnemann. Und dann kannst du einmal duschen. Was haben wir hier? Vorsätze fassen. Was hast du für einen Vorsatz? Vorsatz fassen. Bestreben mal einen Partner finden. Nee. Das machen wir noch nicht. Aber das machen wir auch mal, wenn wir zufällig Silvester, das ist Fähigkeit verbessern. Pack mal das rein. Kannst du das auch im Vorsatz fassen? Vorsatz gefasst? Vorsatz erfassen. Ach, wie süß. Vorsatz fassen. Besser in der Schule werden. Geht schlecht. Was machen wir bei ihm? Lass mal ihm eine Fähigkeit verbessern. Ich bin sicher, da haben wir irgendwas, was er machen kann. Und wie wär's mit Singen üben? Das Ansehen. Wow! Ey, das hat sich gerade gut angehört. Oder war das jetzt gerade nur ich? Ich hab gerade was gesehen. Und jetzt machen wir noch was. Und zwar suchen wir jetzt wieder einen Job. Stopp. Bevor wir einen neuen Job... Folgendes. Sie kriegt ja einen... Wenn sie einen neuen Job annimmt, dann macht sie im Prinzip eine Ausbildung. Nicht wirklich, aber stellt euch das so vor. Deswegen... Ich habe es, glaube ich, schon mal erklärt, aber deswegen... muss sie da wieder etwas Geld rein investieren. Weil sonst sehr, sehr einfach wäre, habe ich mich dazu entschieden, dass es auch jedes Mal ein Tausender ist. So wie beim ersten Mal Job annehmen. Also wie es in den Regeln drin steht, wenn du einen Job annimmst, musst du 1000 für einen Abschluss, Hochschulabschluss zahlen. Ich bin der Meinung, wenn sie einen neuen Dings hat, muss sie da auch nochmal was zahlen. Das heißt, wir machen 4644 draus, weil wir gleich noch die 20 vom Reisen und vom der Disco mit reinpacken. Wie gesagt, das ist meine persönliche Dings gewesen, weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, du verdienst so viel. Ihr habt es letztes gesehen, wir haben 12.000 bekommen. Und das ist halt verdammt viel. Und deswegen dachte ich mir, wir machen das so, dass wir da jedes Mal auch ein Tausender zahlen müssen, weil ein bisschen Dings will ich noch drin haben. Ich meine, wir haben immer noch 4.600. Nein, und das nächste ist, sie wird den nächsten Job, den sie annimmt, bei dem dachte ich mir, Job suchen. Das könnte ganz gut sein, wenn sie... Ey, das hört sich so gut an. Aber das ist er, oder? Ich bin doch jetzt nicht doof, oder? Das hört sich doch gut an. Und ich dachte mir, sie will weg von den Leuten, sie will nichts mehr mit denen zu tun haben. Und welche Menschen haben sehr, sehr wenig mit anderen Menschen zu tun? Das darf ich nicht machen. Alles ernten. Ich bin begeistert. Genau, welche Menschen haben relativ wenig abgeschlossen.
Genau, du kümmerst dich um dein Ab. Dings. Genau, welche Menschen haben relativ wenig mit anderen Menschen zu tun? Einmal die Freelancer, allerdings brauche ich das später nochmal. Schriftsteller haben wahrscheinlich. Nein! Kommt darauf an, welchen Zweig man wählt. Ich weiß leider nicht, ob wir dann einen bestimmten wählen müssen. Aber ich dachte mir, theoretisch so Menschen, die wo ja, die sehr, sehr viel mit Technik zu tun haben, könnten doch Menschen sein, müssen nicht. Nicht falsch verstehen, müssen nicht, aber könnten doch theoretisch Menschen sein, die weniger mit Menschen zu tun haben. Und da kommt dann, glaube ich, später noch mal was mit dazu. Auf jeden Fall wird sie jetzt Technikguru, weil ich mir dachte, ja gut, sie hat hier die Berufswahl E-Sportlerin, Startup-Unternehmer, sei dahingestellt, wie gut das da reinpasst. Aber ich dachte, wir machen einfach das, weil noch will sie sich ja nicht komplett abgrenzen, aber sie will eigentlich nur so, sie will ihre Ruhe haben. Und darum gebe ich ihr den Job und oh. Das war so mein Gedankengang. Oh, wir starten gleich in Level 4. Wie cool ist das? Oh, Emma fängt auch zu singen an. Und dann kann sie ein bisschen singen üben. Aufwischen und Teile plündern. Schmutzige Würstchen sollen Würstel gegrillt werden. Ito Topaz wurde für das Grillen eingeteilt und hat die Würstchen perfekt geröstet. Außen schön braun, innen wunderbar saftig. Auf dem Weg zum Picknicktisch stolpert er jedoch über einen tollwütigen Waschbären, lässt den Teller mit den Würstchen auf den Boden fallen. Niemand scheint es gesehen zu haben. Schnell, was soll Ito tun? 5-Sekunden-Regel, einfach abwischen, neue Würstchen braten. Erstens ist es eine 3-Sekunden-Regel und zweitens, mach neue. Yes! Lange warten wird super knackig, köstlich und ohne Schmutz und Tannennadeln. Er hat womöglich seine Berufung gefunden. Wow. Und er ist inspiriert. So, du gehst auch schlafen, weil wir müssen ja nach den Countdown angucken. Wir könnten uns die beiden holen. Ich brauche gerade kein. Oh, das ist so toll. Hey Brand, nee, gerade nicht. Ich muss gerade schlafen. Hast du Hunger? Sie ist sowas von schwanger. Sowas von. Habt ihr das gerade gesehen? Wir kriegen ein neues Baby. Wir kriegen so sicher ein neues Baby. Nein, Laura, geht gerade schlecht. Ich muss gleich. Oh mein Gott. Sorry, ich freue mich gerade so. Okay, wir müssen für unseren Job noch ein bisschen was tun. Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige. Ihr müsst jetzt verstehen, sie hat jetzt so eine zweigeteilte Dings. Einerseits will sie alleine sein und ihre Ruhe haben und andererseits denkt sie sich so, ich will dem Kerl
eine reindrücken. Und weil sie unvorsichtig ist, das wissen wir schon vom ersten Mal. Ich habe es dieses Mal auch darauf angelegt, dass ich gleich zweimal Babymachen gemacht habe. Nee, auf jeden Fall. Ich freue mich so drüber. Es ist so doof, aber ich freue mich so sehr darüber. Hey Ito. Nein, Don, ich möchte nicht rüberkommen. Ich weiß, es ist auf Ito bezogen, aber nein. Nee, und sie versucht sich halt erstens damit zu trösten, zweitens damit abzulenken und drittens sie im Don halt eine reinzudrücken. Das ist so, ist nicht die beste Beweggründung. Man sollte sowas nicht unbedingt machen. Das kann nämlich nicht so gesund sein, aber es ist die Sims und da darf ich machen, was ich will. In der realen Welt immer schön vorsichtig sein. Okay. Lass mich irgendwie programmieren üben. Programmieren üben. Zum Glück müssen wir erst den Dienstag arbeiten. Wir plaudern mit Emma. Müssen wir dich wieder. Nee, dich. Dich könnten wir auch mal baden. Hey Axel, ist gerade ungünstig. Aber weißt du was, du darfst uns jetzt dann wieder besuchen, weil wir wieder. Oh Gott. Ey, wisst ihr, auf was ich hoffe? Dass es Zwillinge werden. Das ist so böse. Also jetzt hoffen wir erstmal, dass sie wirklich schwanger ist. Das ist so. Oh Gott, was ist mit dir los? Lass dich mal bürsten. Single-Nacht. Boah, Markus. Ich mag ihn. Ich glaube, wir müssen uns mit dem doch anfreunden, nicht böse zu ihm sein. Baden. Sehr schön. Oh! Kannst du dann bitte programmieren üben? Mehr Auswahl. Programmieren üben. Stopp! Vergiss alles andere. Okay, Countdown bis Mitternacht. Countdown bis Mitternacht. Verwenden. Schüssel füllen. Man kann sich ja nicht hinsetzen. Was hast du mit Emma? Dakota versteht nicht, was wir hier machen. Yes. Sehr schön. Wir haben Mitternacht. Damit ist die Folge vorbei. Ich glaube, die Folge ist sowieso wieder länger geworden. Wir haben 4000. Wir müssen umbauen. Okay, das mache ich. Wir bauen um, wenn wir wissen, ob wirklich Kinder in Emerald. Ob wirklich Kinder in Emerald stecken. Nein, ob wirklich ein neues Baby auf dem Weg ist. Ihr müsst verstehen, ich finde das. Ich freue mich darüber gerade, weil es hat so lange gedauert. Weil, wie gesagt, das war. Ich wollte eigentlich schon vor 10 Folgen und jetzt gibt's endlich keine Kinder. Und auch wenn Emerald gemein zu allen anderen sein wird, ihr werdet sehen, was ich meine. Das wird ein kleiner Spoiler, aber. Sie wird ihre Kinder lieben.
Gott, ich bin gerade so, ich freue mich gerade so. Haben wir irgendwas? Ich glaube nicht. Okay. Oh. Ist es doof, dass ich mich gerade so freue? Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen längere Zeit mir lassen, bevor wieder Kinder kommen. Eigentlich, vom Storyablauf her. Aber ich habe jetzt 30. Ist das Folge 30? Nein, ich glaube 29. Ich glaube, es ist 29. Aber ich habe fast 30 Folgen. Sagen wir halt fast 30 Folgen. Weil das alles so lange gedauert hat. Und ich freue mich einfach darauf. Okay, versteht mich. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es einfach toll. Ja, sie schreien und alles, aber ich finde das irgendwie cool, wenn man in Sims Kinder hat. Und ich weiß nicht, kann man das nachvollziehen? Ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die sind einfach nur genervt von dem Geschrei der Kinder. Und wir kriegen keine 100 Babys. Das machen wir ein anderes Mal. Also macht euch da keine Sorgen. Aber für jede Beziehung, wir müssen mit Markus noch einmal auf ein Date gehen. Das machen wir nächstes Mal gleich als erstes. Zwar bei Serienromantiker. Das müssen wir noch machen. Obwohl, vielleicht suchen wir uns einfach schon das nächste Opfer. Das ist böse, wenn ich das so sage. Egal. Wir sehen, was nächstes Mal passiert. Ich beende hiermit die Folge und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt, dass ich jetzt spontan noch schneller unterwegs bin als geplant. Und dann bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr freut euch auch noch. Habe ich keinen Namen im Kopf? Allerdings brauchen wir den, glaube ich, auch erst übernächste Folge. Weil in der nächsten Folge werden wir erst sehen, ob sie wirklich schwanger ist, weil ich ja keinen Test gemacht habe. Und das sind 2 Tage und erst am dritten Tag kriegt sie dann ihr Kind. Ich wollte mich eigentlich verabschieden. Egal. Von daher, ich weiß noch nicht, wie ich dieses Mal entscheide, welchen Namen das Kind bekommen wird. Beziehungsweise, ihr kriegt natürlich dann Vorschläge wieder. In der nächsten Folge denke ich. Wenn es so ist, dass sie wirklich schwanger ist. Das sch noch schnell gesagt. Jetzt bin ich wirklich weg. Macht es gut. Bis Montag oder Mittwoch. Ich weiß es noch nicht genau. Ciao.